Ja, Mann, ich darf echt nicht sterben. Mit 13k Seelen sogar. Habt ihr den? Ja, ihr habt den Seelencounter. Perfekt. Diesmal läuft's aber. In der Hinsicht läuft's. Okay, dann. Das fühlt sich scheiße an. Okay, es geht jetzt halt auch für die YouTube-Leute los. Wir sind in Anor Londo. Ja, ne, ist weit großflächig, weitflächig. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich glaube, letztes Mal bin ich irgendwie in die Richtung und dann bin ich irgendwo gestorben. Das könnte man jetzt mal in Angriff nehmen. Ein Leuchtfeuer wäre es halt noch, ne? Soll ich mal vielleicht. Vielleicht laufen wir doch erst in eine andere Richtung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier reingeworfen wird und findet erstmal kein Leuchtfeuer. Vielleicht irgendwie so ein Sneak Peek um die. Ja, davon rede ich doch. Davon rede ich doch, ne? Da ist es doch schon. Oh, wer bist denn du? Okay, ja, mit Aufsteigen ist wohl nicht, ne? Jetzt wo die 13k Seelen weg sind. Well, you are a rare visitor. Welcome to the lost city of Anor Londo, chosen undead. If you seek Lord Gwyn's old keep, exit here and head straight yonder. If you are the chosen one, a revelation shall visit thee. What follows thereafter depends upon you. Mhm. Oh, fresh. Ja. Safe. Warte mal, habe ich das jetzt? Hab plus 2 ist es jetzt, ne? Okay. Jetzt macht unser Estus Flakon ein bisschen mehr Heal. Das ist wichtig, ja? Weil wenn wir jetzt ein bisschen besser auch so werden, was die Lebenspunkte angeht, dann wäre es natürlich schon nice, wenn der Estus Flakon nicht nur diesen hier auffüllt. Immer geil. Ich weiß jetzt nicht, weshalb wir 10 haben. Ich habe ja das Leuchtfeuer jetzt hier eigentlich gar nicht also verstärkt oder wie man auch immer das nennt. Okay. Also hier soll jetzt Gewinn sein. Bilde mir ein, ich habe im ein oder anderen, in der einen oder anderen Dark Souls Facebook-Gruppe gehört, dass der nicht so angenehm sein soll. Deswegen lasst uns vielleicht nochmal schauen, ob wir hier noch irgendwie kurz was machen können. Vielleicht geht sich dann noch irgendwie einen Point aus, wo wir in irgendwas skillen können. Wieso bewegst du dich mehr als die anderen? Also ich glaube, den, wobei, die müssen wir auch umhauen, ne? Weil das sind Truhen und die will ich. Du bewachst hier, oder was? Ha? Mal gucken, wie angenehm oder unangenehm die sind. Oh. Ja, gut. Also hätte ich das gewusst. Falsches Timing. Alter, easy. Ja, okay. Okay, einfach Two-Hit. Gar nicht mal so viel rumstressen. Wenn die wach werden, direkt drauf. Okay. Okay, erstmal nehme ich den, weil wenn ich jetzt zu weit rangehe, dann habe ich den Fight gegen beide. Das ist auch nicht so nice. So, Mann. Okay. Steh auf, steh auf, steh auf. Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein. Komm. Sehr schön. Schöne Kiste. Außen 500 Seelen. Ja. Ja. Nö, mich trifft damit nicht. Und du brauchst da nicht so dumm wegspringen. Weg sind sie. Mal gucken, ob das Viecher sind, die respawnen oder nicht. Du bist eine Mimik. Erzähl mir nichts. Wen willst du verarschen? Mhm. Ich weiß noch, Dark Souls 3, wo man Angst vor Mimics hatte, ja? Einfach auf die Truhe drauf. Kristallhellebarde. Du bist keine Mimik. Funkeltitanit, sehr geil. Könnte man theoretisch, wenn man noch eins bekommt, die Waffe wieder upgraden? Ich meine, ist ja nicht so, als würde sie eh schon genug Schaden machen. Hm. Aber mehr Schaden ist immer besser. Stimmt. Vor dem nächsten Boss. Weil dann wird der eine Lachnummer. Wisst ihr, da muss man doch gar nicht so viel rumheulen. Muss man auch gar nicht so viel schwitzen. Wir gehen einfach mit so einem Heavy-Bild rein. Oh lol, hier geht's ins nächste Gebiet, glaube ich. Ja? Wie heißt das hier? Goldener Nebel. Okay, das geht mir dann doch ein bisschen... Ja, Mann. Ja, wir sind wieder back. Ich glaube, das geht mir dann doch ein bisschen zu schnell, wenn ich jetzt hier einfach durchgehe. Ich weiß noch nicht, wo ich rauskomme, aber ich glaube, dann untersuchen wir hier einfach nochmal ein bisschen. Weil hier gibt es noch ordentlich viel. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal kurz zum Leuchtfeuer, skill ein bisschen, falls ich wieder irgendwo richtig dumm sterbe. Hm. Aber. Sind eigentlich keine Gegner, vor denen man großartig Angst haben muss, ne?
die Dudes da vorne. Ich könnte auch nochmal kurz schauen, ob wir die umhauen. Weil vielleicht sind dahinter auch Truhen. Da habe ich jetzt gar nicht geschaut. Ich habe mich letztes Mal einfach nur ferngehalten von denen. Wartet, wartet. You have survived. Impressive. If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. So, wir waren noch nicht bei Gwyn, falls du das meinst. Okay, okay. So. Skillen. Hallo, Leuchtfeuer. Aufsteigen. Ich würde fast behaupten. Also, Condi, ne? Condi war's. Wir sind ja letztes Mal wieder ein bisschen stärker gegangen. Wir sind jetzt schon Level 7, 46. Ich habe das Gefühl so, also wenn man sich so ein bisschen an das Level halten kann. Das Game hast du wahrscheinlich durchgezockt mit Soul Level 90. Also wenn du jetzt nicht extra farmen gehst. Haha, schaut mal hin, da hinten ist eine Tool. Und ich sag's euch, da ist ein Funkeltitanit drin und dann verbessern wir die Waffe. Nicht, weil wir dafür zum Schmied müssen und ich habe keinen Bock, durch Sens Festung zu gehen. Das ist mir gerade eingefallen. Mhm, aber Range haben sie, da kann man nichts sagen. Da kann man nichts sagen. So, mach mal deinen Stich. Scheiße, da denkt man, man kommt mal kurz durch. Echt jetzt? Der war doch drin, ey. Der ging doch voll durchs Fleisch. Oh, 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 oh. Oh, sorry, das wollte ich nicht. Ja, ne? Also wäre jetzt unrealistisch, wenn man sagt, ja, hast du durchgespielt mit Level 200 oder sowas. Der war gewaltig draußen. Was? Oha! Okay, jetzt wird's... der hat noch einen Angriff drauf. Scheiße, da bin ich drin. Okay, komm. Vielleicht dann noch einen. Und einen Stich. Jetzt hat aber... Und du bist... Keine Mimik. Was hast du? Okay, Dämonen-Titanit. Wird wahrscheinlich für irgendwelche anderen Krankenwaffen sein. Ja, der hat ein bisschen mehr, der hat ein paar mehr Skills gehabt. Scheiße. Da dachte ich, da komme ich durchs Schild durch. Ah! Imagine, du stehst in Real Life gegen so eine Eisenrüstung. Ja, wieso komme ich da teilweise nicht durch, ey? Ah, okay, ich bin davor durchgekommen. So, haben wir das auch. Ah, die, okay, die leben dann wieder. Verstehe. Dann bringt das gar nichts, die wegzuhauen. Ja, safe. Oder ist schlechter als der vorherige Belliger. Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Okay, jetzt bloß nicht hier an dem Aufzug sterben. Wir haben schon wieder 5000 Seelen, also eigentlich geht es recht flott. Im Prinzip, wenn man so rechnet, wenn man hier ein bisschen farmt, zwei Hits, wenn es klappt, und du hast 1500 Seelen, ne? 20 Hits, 15.000 Seelen, Level up. Wenn alles gut geht, ne? Okay. Hier waren wir ja schon, das kennen wir ja, ne? Ich versuche diesmal aber nicht bei diesem Gewölbe da zu sterben. Verstehen, Digga. Ja, Mann. Safe. Also, wenn ich schon so eine Rüstung sehen würde, würde ich mir denken, ja, was willst du machen halt? Jetzt weiß ich nicht ganz. Ich glaube fast, es ging hier hoch. Ich dachte schon, das war's jetzt halt. Alter, Kamera, bitte bleib ruhig, ne? Okay, ich renne doch nicht hier. Ich hab's verstanden. So, einmal ganz hoch. Okay, weiter. Ha! Dann machen wir den. Ich bin da letztes Mal irgendwo an diesem Gewölbe gestorben. Junge, hör mal auf mit deinem Flickflacks. Bin hier und dann bin ich zu schnell gerannt. Boah, das wird jetzt ja eh sehr interessant, ne? Ich hab gar nichts gemerkt. Meinst du? Hä? Wie meinst du's?
das Ding ist, ich sehe schon, auf welche Mechanik die hier hinaus wollen. Das ist übel dünn und übel scheiße zum Laufen. So, jetzt musst du da entlang balancieren, ja? Und die werden dich abwerfen. Das wird die Mechanik hier sein. Die gefällt mir nicht, weil ich bin übelst anfällig für so eine Scheiße. Hör auf. Nein! Ich wollte natürlich nicht dodgen, weil, ne? Hier fliegst du halt. Was willst du hier dodgen, ja? Es war schon übelst risky, dass ich überhaupt da so entlang gerollt bin. Zum Satz gar nichts. Wir werden schon nicht mehr im Rennen. Ja, es kann. Ja. Wobei, die sind slow, ne? Das ist dann quasi wie, als würden die Cops hinter dir her sein. Aber rennst halt nochmal ein paar km/h schneller. Ich denke, bei einer Rüstung, also bei so einer Rüstung ist das was Ähnliches. Oh. Also das wird ein bisschen räudig, weil. Es war zu erwarten. Ich bin beim ersten gestorben. Da sind ja nochmal zwei, ne? Da sind nochmal zwei. Und wir müssen jedes Mal diese richtig nice Mechanik hier abwarten. Oh, ich merke schon, das Ganze kann sehr, sehr fehleranfällig sein. Mit dem Balancieren. Und ich glaube, da hinten wird dann Gwyn sein, weil das sieht schon so königlich, bossig aus. Die Dark Souls Corps. Ja, in Dark Souls lassen wir es mal bei, ja, ich glaube, den schrecklichsten, also fürs Real Life, weil ich da auch in Real Life geschwitzt und gestorben bin. Media, wenn die dir was sagt aus Dark Souls 3. Also der Boss, also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber da frage ich mich halt echt, okay, so, schön, ihr wollt euren Titel verteidigen. Ich weiß, die Dark Souls Titel, die sind schwer zu spielen. Ich weiß. Aber wirklich, muss es sowas wie Media werden, ne? Bitte überleb. Alter, ich... Lasst mich noch 3-4 Mal da sterben hier drin, ne? Und dann fliege ich irgendwann da runter. Aua. Uff, das wird jetzt hart. Vor allem, die machen übelst Schaden mit ihren Scheißwurfdingern, ne? Muss ja auch erstmal gegen klarkommen. Okay, ich muss versuchen, die Kamera ziemlich straight zu halten. Ja, aber die Kurven sind es halt auch, ne? So. Wir haben Full Life. Oh, das war so close. Okay, wir haben das. Da hinten stehen nochmal zwei, ne? Aber dann fällst du nur runter, weil du zu leichtsinnig darüber denkst und denkst, ach, das ist easy. Meinst du da hinten gerade? Weil ich glaube, irgendwann falle ich einfach runter, weil es halt nicht so läuft, dass ich genau auf dieser dünnen Schwelle lande. Das hier wird halt auch sehr witzig. Wobei, ich hätte actually eine Idee. Das ist nicht der erste Dark Souls-Teil, den ich spiele. So, das macht keinen Sinn. Da hinten sehe ich eine Leiter. Oh, ihr beide werdet richtig frech. Oh, ich habe Angst. Okay. Ja, er kommt, Ehre. Er kommt einfach zum Sterben. Wie geil! Besser hätte es nicht laufen können, ich sag's euch. So, ich muss kurz mal einen Sneak Peek hier rüber hauen, weil da hinten ist irgendwie ein Durchgang. Jetzt hauen wir erstmal den da weg. Ne? Warte, kommt der jetzt direkt? Ja. Da ist... Ich weiß zwar nicht, wie wir da hinkommen sollen. Warte, das schaue ich mir gleich genauer an. Ach komm! Okay. Nee, I did it, ja? Ach so, er, ja, sorry, das ist manchmal wegen dem Delay, dann kommt man nicht richtig mit.
Ja, Mann, er ist einfach übelst in den Tod gerannt. Richtig bad geplayed von ihm. Okay, also das wäre halt sehr blöd. Einfach nach da hinten laufen und runterspringen, das kann ich mir. Wobei, es ist Dark Souls. Aber das machen wir jetzt nicht. Vielleicht, also ich weiß, ist ein bisschen Wunschdenken, ne? Aber vielleicht gibt es hier ja noch irgendwie ein Leuchtfeuer oder so. Wo man dann nicht diesen ganzen Weg hier entlang laufen muss. Wäre schon sehr fresh. Wir sind oben reingekommen, ne? Okay. Ich schaue erst mal kurz hier lang, ne? Den komischen Sprung, der mir eh von vornherein direkt suspekt ist, den probieren wir jetzt noch nicht. Das ist mir halt auch sehr, sehr suspekt, ne? Also, aber ich glaube, dieser Absatz hier, der wird schon seinen Sinn haben, ne? Okay, sorry, ich sneak hier nur ein bisschen um die Ecke. Ihr seht es leider gerade nicht wegen der Facecam. Schwierig. Schwierig. Okay, ich sehe hier. Oh, wobei. Ein Plan wäre es, hier, also. Ihr müsst bei so unter das Schild und neben dem Estus-Flakon schauen, da sich droppen zu lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann noch eins tiefer auf die Säule und dann beten. Ist aber auch ein sehr suspekter Jump, ja? Dann gehen wir auch noch nicht weiter. Ich mache erstmal das, was mir nicht so suspekt ausschaut. Hier runter jumpen sieht eigentlich auch möglich aus. Und dann könnte man eventuell darüber kommen. Also nicht dort, wo die Truhe ist, aber dort in den Gang. Oder man ist halt dann einfach doomed. Warte, also ich gehe erstmal kurz hier durch. Ich glaube nicht, dass da ein Boss kommt. Aha. Okay. Hier ist ein Hebel. Wo sind wir? Ich versuche gerade nur schon mal eine Connection herzustellen, so ein bisschen im Brain. Da hinten ist dieses neue Gebiet, glaube ich. Musik, einfach stopp. Ich höre irgendwas richtig Fettes. Irgendwas richtig, richtig Schweres rumlaufen. Alter, hold on. Gut, dann nehmen wir bitte einmal den Bogen. Sauser, moin, moin. Was geht? Alles fresh bei dir? Hast du genau richtig eingeschalten, ne? Wir sind so ein bisschen jetzt durch Anor-Londo gelaufen. Ich glaube, ganz gut. Sens Festung war da nicht so entspannt. Ja, okay, aber das dauert halt, ne? Also bis wir. Ich gehe mal ein Stück näher ran, weil dann macht es ja mehr Damage, ne? 19. Ich gehe mal, aber ich darf aber nicht hier runterspringen. Ah, okay, das ist schon wieder zu viel. Das ist schon wieder zu viel gewesen. Ja, aber ich sag's mal so, ne? Ein geschenkten Gaul, ne? Also, auch wenn es jetzt hier ein bisschen dauert, ich würde den eigentlich so mitnehmen. Wieso soll man sich da das Leben schwer machen und potenziell irgendwie einen Tod forcen? An dem wäre ich gestorben, ich sag's euch. Aber jetzt nicht. Kopf bloß, wie viel? 15. Hallo? Bleibst du bitte hier? Ich will dich. Das ist tatsächlich nicht so gut programmiert, würde ich behaupten. Weil der hat ziemlich dicke Flügel, die eigentlich sagen: Yo, ich kann hier runter. Das sind erst Half-Life down, ne? Mit der Armbrust werden wir es nicht packen. Aber wenn wir den gut runtergehauen haben mit dem Bogen, dann können wir dieses Teil aktivieren und den Turm ein bisschen hochfahren.
Kennt man ja noch aus Dark Souls 3, ne? So. Womit denn? Verstehen jetzt nicht alle. Aber womit denn? So, haben wir noch welche? Federpfeil. Ja gut, rein, na komm. Also wir haben halt übelst viele Bolzen, ne? Würde sich auch komplett anbieten. Ach so. Oh Mann, und dann ist der erste direkt weg, oder wie? Bloß mit der Armbrust kommen wir hier nicht hoch. Boah, das ist... Ich hab's ja noch nicht durch. Ich hab Dark Souls 1 noch nicht durch. Wenn ich an Mydia denke, dann ist Dark Souls 3 definitiv schwerer. Allgemein würde ich jetzt halt behaupten, die Bosse in Dark Souls 3 sind schwerer. Aber das Vorankommen hier in Dark Souls 1 ist unentspannter. Also ich habe das Gefühl, hier sind einfach mehr Sachen, die dich umbringen, wenn du von Leuchtfeuer zu Leuchtfeuer läufst. Also man hat es ja vorhin gesehen, zum Beispiel Sens Festung, ultra schwer. Dann kommt ein Boss wie dieser Eisengolem. Zwei Tries, ja? Ich habe halt echt das Gefühl, die Bosse hier sind es halt nicht so, ne? Sonst haben wir keine Munition mehr, ne? Was würdest du sagen? Also insofern du beides gespielt hast. Also keine Ahnung. Wir warten jetzt mal noch Gwyn ab, ne? Vielleicht hast du die Frage gerade mit Absicht gestellt. So, kurbeln wir das Ding halt mal hoch, ne? Oder runter, je nachdem. Oh. Mal gucken, ob es klappt. Hat sich jetzt rendiert. So, und jetzt hat will der uns, ne? Hallo, du hast nur noch Half-Life? Nein, du hast ja, bei weitem kein Half-Life mehr. Also wenn er mich jetzt noch macht, ne, dann habe ich es nicht anders verdient, als zu sterben. Ach so. Ah, er hat noch einen Ass im Ärmel. Jawohl, easy. 2,5K. Mhm, es gab aber keinen Loot. I guess da oben ist der Boss. Da will ich aber eigentlich noch nicht hin, ne? Irgendwie. Was ist hier? Ich weiß aber, wir sind da unten noch nicht fertig, ne? Aber ich schaue mich erstmal auf sicherem Wege. Ach so, jetzt kommen... Also ich wäre jetzt hier runtergelaufen, hätte gecheckt, okay, da geht's nicht weiter. Und jetzt haben wir... Ja, es ist ein Shortcut, oder? Mal jetzt einfach als Shortcut sehen. Kommen wir jetzt von der anderen Seite noch dahin? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir jetzt halt wieder runter wollen... Ja, ich glaube, ich ziehe das einfach kurz einmal runter, weil ich habe da ja noch einen Hebel, den habe ich noch nicht betätigt. Würde mich auch interessieren, was da so geht. Aber ich feiere solche Mechanics. Das fühle ich halt übel, ne? Also das finde ich richtig gut gemacht. Wo man sich so ein bisschen die Welt dann zurecht machen muss. Okay, machen wir mal den Hebel. Mal gucken, was passiert. Vielleicht öffnet sich jetzt ja auch irgendwie ein Tor oder sowas, wo wir jetzt ja sonst stuck gewesen wären. Oder es bewegt sich gar nichts. Also irgendwie müssen wir da runterkommen, ne? Das ist klar. Also den Jump sehe ich da schon realistisch, aber nicht bei mir. Dann könnte man da hinten zur Truhe. Ich weiß aber halt nicht, ob ich mir das gerade einfach antun will, ne? Das ist halt so das Ding. So, hier... Ach, lass mich bitte kurz rumschauen. Oh. Schon mal immer noch die schwersten Bosse in dem Spiel. Im Dark Souls 1 oder im Dark Souls Universum? Weil wenn da wirklich noch ein Boss schwerer ist als Mydia, ne? Dann quitte ich, glaube ich. Ja, soll ich es probieren? Warte, wenn ich jetzt sterbe, dann sind wir beim Leuchtfeuer. Und müssen diesen... Wobei... Wartet. Geht's schlauer, geht's smarter.
Ja, nee, oder? Wenn ich das jetzt halt hier runterfahre, dann können wir den Weg nochmal laufen, ohne Gegner. Und falls ich sterbe, können wir einfach wieder hier hinlaufen und werden auf der anderen Seite. Ich glaube, das ist besser so. Glaube ich. Im ersten Teil, okay. Ja, gut, okay. Das sehe ich ein, das sehe ich ein. Ich war da noch nicht, aber solange du jetzt nicht sagst, ja, die sind schwerer als Mydia, bin ich erstmal beruhigt. Das reicht mir fürs Erste. Ey, wieso höre ich da irgendwelche... Ey, wieso höre ich da irgendwas? Ist das wieder zurückgefahren? Das wäre wack. Weil wenn ich jetzt dann sterbe, bei einem dummen Sprung, ne? Dann müssen wir halt diesen Weg hier oben wieder gehen. Und da habe ich keinen Bock. Vor allem, es sind zwei Jumps. Ich habe bei beiden würde ich sagen, so, ja, kann man machen. Keine Ahnung, ob es klappt. Ich schaue mir das da hinten nochmal an. Ob ich da wirklich entlang springen will. Wenn ich da entlang springe, würde ich es auch ohne Rüstung machen. Und dann sterben beim Aufkommen. So, ja, aber wir müssen da runter. Ich habe jetzt da das Zeug runtergehauen, da ist Loot, da sind auch noch ein paar Enemies, da ist sogar nochmal neben diesem Kronleuchter-Loot auch normaler Loot. Das können sie aber doch nicht ernst meinen. Ich renne jetzt hier so entlang und da muss ich so leicht schräg. Aber nee. Ja, safe packe ich das nicht. Schaff ich's. Oh, hier ist eine Treppe hoch. Maybe. Ich hab eine Idee. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, stellt sich gleich raus. Ich gehe jetzt hier links und dann springe ich hier runter. Und dann versuche ich hier durchzukommen, da hinten. Entspannt runter. Bitte nicht komplett wegcrashen. Ich glaube, hier könnte ich lang springen. Und das gleiche sollte eigentlich für hier zählen. Aber ich werde es mit Anlauf machen. Ich glaube schon. Und trotzdem noch einen Trank. Ja! Und die Treppe führt nach oben. Es war nicht dieser dumme Jump von oben. Oh, fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an. Ah! Nein. Nein, ey. Hör auf, deinen Akkuschrauber zu machen. Die brauchst du auch nicht werfen. Okay, Gefahr abgewendet. Okay. Find's auch gut. Weil, wenn ich jetzt hier so auf schnell durchgehe, ich wäre safe schon gestorben. Okay, du bist... Nimmelig. Was gibt's hier? Göttlicher Segen. Okay, hier ist nämlich dieser Durchgang. Ja, gut. Dann kommen wir jetzt hier wieder hin und könnten hier wieder hoch, ne? Also genauso wie wir hier reingesprungen sind, können wir jetzt auch hier reinspringen. Schaut mal, da unten sehe ich aber ein Tor. Es ist halt die Frage, ob man durch das Tor eigentlich von außen nach hier reinkommt oder... Nee, Digga, ich mag Saufen nicht. Also, ich mach's schon manchmal, aber ich bin... Weiß nicht, taugt mir nicht so. Bin ich nicht so der Typ für. Ich bin auch nicht so der Typ, der irgendwie ultra auf Party und Dancen und so steht. Vielleicht, wenn in so einem Dubstep-Schuppen ist, dann schon, aber sonst... Nicht so mein Ding, du. Gegenfrage! Gehst du nicht saufen an einem Samstag? So, also da, dass das Ganze jetzt ja so locker flockig lief, ne, soll ich es einfach mal probieren, da runter zu gehen. Ich schau mal kurz, ob dieses Teil noch runtergedreht ist, weil dann hätten wir einen chilligen Weg. Andernfalls wäre es der unentspannte Weg.
Ja, okay, wir könnten, wenn ich jetzt einfach sterbe. Okay, könnten wir schon einfach hier durch dann wieder, ne? Einfach hochdrehen, dann wären wir hier. Das passt. Weil dann müssen wir nur. Keine Ahnung, ich glaube, hier ist einer. Den müssen wir dann umhauen. Dann haben die Seelen wieder, das passt. Okay, dann geht's jetzt eine weiter runter. Ich meine, klar, ich könnte jetzt auf sicher spielen. mach halt diesen, also während du zuhörst oder zuschaust, mach halt diesen Katalog dadurch. Ich habe den früher, glaube ich, im Bus einfach gemacht. Also ich sehe es schon möglich, aber ich sehe es nicht als angenehm, was hier ist. Oh, bitte, bitte, bitte einfach, bitte. Ja, ich hätte es mir denken können, aber man will es selber probieren, ne? Nicht so wild. Dann denke ich, dass wir einfach jetzt straight gehen. Und vielleicht wird es dann irgendwie einen anderen Weg da reingeben. Ich kann mir irgendwie jetzt dann doch nicht so richtig gut vorstellen, dass man da wirklich runterspringen soll. Zumindest jetzt, als ich gesehen habe, wie komisch man da runterspringt. Du kannst mir diese Treppe ganz runterfahren. Echt? Warte, ich schau. Okay, ich schau mal. Mhm. Also du meinst wahrscheinlich nicht diesen und die nächste, die man hoch und runter schrauben kann. Also wir müssen jetzt erst nochmal ganz kurz nach oben. Denn da sind die Seelen. Die würde ich schon gerne mit einsacken. So, einmal bitte noch kurz nach oben. Deswegen habe ich es davor runtergelassen. Das sieht so filmig aus, aber ich finde es einfach so gut gemacht. Es dreht sich einfach dann mal kurz die ganze Welt. Den können wir wahrscheinlich immer noch nicht aktivieren, ne? Ja. Hä, hey, was? LOL! Ach so, hä? Wie jetzt? Warte. Hä? Ich bin gerade voll verwirrt, Digga, was? Jetzt sind wir ja schon ganz unten. Hätte ich jetzt nicht eigentlich bei der oberen Stufe rauskommen sollen, oder? Das hat mich jetzt richtig weggehauen. Alter, ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, wenn du einen Mittagsschlaf machst und dann wachst du wieder auf und weißt nicht mehr, welches Zeitalter du hast. Digga, was? Auf einmal sind wir ganz unten. Ja, gut. Okay, soll ich mal kurz hier gegenrollen? Das sieht irgendwie so... Da wurde mir der Tipp gegeben. Diesmal, ich habe gerade F5 gedrückt für Schnellspeicher. GG. Dann sind die Seelen da oben, ne? Ach Gott, ey. Ich soll mal gegen so ein paar Sachen rollen und die können was looten, aber das würde erst nach 3 Sekunden oder so dann kommen. Ey, die sind irgendwie viel zu gefährlich für 360 Seelen, finde ich. Okay, nee, ich mach's so. Ich will die Föhn einzeln rauspullen. Sag mal, werden die jetzt eigentlich alle dead? Mit Kronleuchter fallen lassen? Auf. Den sollst du anvisieren. Komm. Komm her. Komm, mach keine Faxen, Alter. Ja, er kommt. Ich habe da echt keinen Bock reinzurennen und auf einmal werde ich von allen Seiten mit irgendwelchen komischen Beilen abgeworfen. Weg. So, der nächste ist getriggert. Wir gehen da schön vorsichtig lang. Man muss es ja nicht forcen, dass man wieder stirbt. Und potenziell sind da oben ja noch 10.000 Seelen. So, der nächste bitte. Alter, ich muss mir das Bild dann genau anschauen. Das schaut echt heftig aus. Hey, bleib hier. Wurfmesser. Oh, jetzt haben wir da auch ein paar. Aber ich habe das Gefühl, bei uns hauen die nicht so sehr rein, wie jetzt bei denen. Oh, die wollen zu dritt kommen. Das lassen wir aber nicht zu.
Okay. Wow! Nein! Nein! Ey, wo kommt der her? Geh! 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 Ah! Ha! Er hat einen Chilligen gemacht. Okay. Junge, auf einmal sticht er uns mit seinem Machetendolch da im Rücken, ey. Mit dem Wurfmesser, naja. Okay. Gut, 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 gut. So, dann hätten wir jetzt hier noch einen Kollegen. Wo kommt der andere her, Alter? Das frage ich mich echt. Ich hab schon irgendwas laufen hören, aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist das Geräusch vom anderen. Lol? Ariamis? Die hieß aber in Dark Souls 3 anders, oder? Ariandel hieß die. Aua. Ich hab schon echt einen bösen Schaden, da kann man nichts sagen. Nee, war ich nicht. War ich nicht. Wieso? Wäre das jetzt wohl die Possibility hier mit dem Bild, oder was? Ist das Bild fertig? In Teil 1 schon? Zauberei, okay. Ja, wenn man Zauberer ist, hätte man sich jetzt da schon sehr gefreut. Wurfmesser. Aber gut, ich will mich nicht beklagen. Wir haben eh schon ein nices Gear. Und wir hätten ja auch schon das nächste Gear. So, von daher. Ich schaue es mir gleich an. Erstmal bist du dran. Ich nehme noch einen Trank. Hier unten jetzt beim letzten zu sterben, das sieht mir ähnlich. Na? Na? Ja? Habe ich es gesagt? Aber hier kann man richtig geil Wurfmesser farmen. Was gibt's hier? Alter, okay. Okay, now we are in. Die schaut actually sehr nice aus. Warte, was ist... Ja, die... Wobei... 17. Mal gucken, was das neue Zeug so bringt. Oh, 40, Bruder. Ich wurde aufgeklärt. Bloß, also... Jetzt auch so ein bisschen YouTube-Leute gerichtet, dürfen mich nicht böse nehmen, wenn ich da ein bisschen Siebgedächtnis habe. Das hier war, glaube ich, Robustheit. Das hier ist Gewicht. 3,5. Und man merkt es schon deutlich, ne? 9,2. Das heißt, das hier ist Heavy Build. Jetzt ist die Frage. Wir müssen hier, glaube ich, auf R. Die Ansicht ist, glaube ich, neu. Belastung. 31 von 88. Wir sind letztes Mal rausgekommen, also es ist letztes Mal rausgekommen, dass es gegebenenfalls so sein kann in Dark Souls 1, dass man ab 60% Fat rollt. So, das heißt 88,5 entspricht 100. Also 88,5 mal 60 geteilt durch 100. Dann dürften wir 53,1 haben. Wenn man das Gemälde berührt, okay. Ah, lol, okay, die Puppe. Okay, nur nicht weiter sagen, die Puppe werden wir dann bekommen. Aber gut, dass du sagst. Ich glaube, ich wäre niemals darauf gekommen, das Gemälde anzuquatschen. Okay, wir dürfen auf die 53,1. Okay. Ist eine Ansage. Wir können da mal gucken. Die Banditenhose, glaube ich, zuerst. Weil die schaut schon echt wack aus. Wir sind nicht am Fatrollen. Na gut, hat sich jetzt nicht viel getan. Die hier bringt 36, die ist halt schon plus 2, ne? Aber, Alter. Boom! Jetzt sind wir wahrscheinlich über dem, ne? Alter, die ist halt schon echt, also das ist, die ist heavy. Nee, wir sind bei 48. Und sind am Fatrollen. Das heißt, es muss sogar unter 60% sein, wo man Fatrollt. Also, as you see, für die Leute, die es nicht wissen... Schaut mal, wie. Also, man bleibt gerade voll lange am Boden und geht so richtig langsam auf. Das ist Fatrollen. Ultra scheiße, so zu spielen. Und ich habe mir ausgerechnet, 60% wären 53 Belastung. Und wir sind jetzt halt bei 48,8 und sind am Fatrollen. Das heißt, es muss sogar noch weiter unten liegen. Vielleicht macht man hier schon eine Fatroll ab 50%, was aber echt irgendwie ein bisschen übertrieben wäre, bin ich ehrlich. Dann kannst du ja, musst du ja quasi nackig rumrennen, so gefühlt. Ich meine, klar, die ist eh irgendwie too much, ne? Also, wir haben ja noch eine 36 Rüstung. Können wir noch was Chilligeres anziehen? Wie schaut der Helm hier aus? Ja, gut. Einfach irgendwie eine Eisenkanne oben drauf. Ja, es ist... So spiele ich halt Dark Souls, ja? Es ist halt bei mir schon Fashion Souls. Okay, ich glaube, die könnten wir aber wechseln, weil die Rüstung, die haut schon ordentlich rein, was das Gewicht angeht. Hat natürlich auch ordentlich Def.
17 und hier auf einmal 40. So, sind wir am Fettrollen? Ey, wir sind halt jetzt auch schon am Fettrollen. Uff. Sogar bei 45. Ja, 100 Mal. Ich habe hier bloß übel wenig Licht im Zimmer, as you see. 44,9 geteilt durch 88,5. Also wir sind gerade bei 50,73 Belastbarkeit. Also wahrscheinlich ist 50 die Grenze dann. Heftig. Echt heftig. Dann muss ich gucken, wo wir den meisten Profit rausbekommen. Also wir müssen uns entweder jetzt entscheiden für die Handschuhe oder halt für die Hose war's. Wir haben hier 17 auf 40, das heißt 23 Rüstung mehr. Und wir haben... Banditenhose war's, ne? Plus 1. Wir haben hier 25. Dann haben wir mehr Impact, wenn wir die hier anhaben. Right? Ja, okay, die hatten wir halt gar nicht erst angezogen, ne? Okay. Ja, jetzt rollen wir noch normal. Ich glaube, das ist zwar auch nicht die schnellste Roll, aber das ist die, die ich jetzt gewohnt bin. Okay, ja, lasst mich mal kurz gucken, ne? Wir haben hier eine schöne Brücke. Oben so ein bisschen so ein zerstörtes Ding. Erinnert mich das an irgendwas? Ich glaube nicht. Also, falls es mich an irgendwas erinnern sollte, dann schlagen sich jetzt die, die im Dark Souls 3 dabei waren, die Hände über den Kopf zusammen. Okay, Vorrichtung bewegt sie nicht. Wurde ja schon aufgeklärt, wir brauchen hier irgendwo eine Puppe. Gut. Werden wir schon irgendwie bekommen, ne? Das ist, ja, lasse ich mich überraschen, wann wir die bekommen. Die wird dann einfach irgendwann auftauchen und ich freue mich. Okay. Dann müsste ich jetzt mal gucken, wie wir hier wieder hochkommen. Also bitte sag mir jetzt nicht, ich muss den ganzen Weg wieder laufen, ey. Hold on, hat das irgendwas mit der Direction zu tun, auf welcher Seite vom Hebel ich stehe? Das könnte natürlich sein, ne? Jetzt geht's hoch. Aber gut, ne, dann ist klar. Ich würde ja gerne noch die Seelen abholen, ne? So meine Überlegung gerade. Das ist jetzt das Richtige, weil der davor ging das doch auch. Sind wir jetzt wieder ganz unten? Ja. Hä? Und wie kommt. Hä? Und wie habe ich es bitte geschafft, dass ich. Oder war das einfach, ach, oder war das noch weiter oben einfach? Ich mach mal. Lost. Ich weiß. Ich wollte nämlich probieren, wie tief man das drehen kann hier. Ob da nicht noch was geht. Ich weiß. Ja, es ist. Ja, achso, unten ist ein Leuchtfeuer. Ja, okay. Okay. Hin und her drehen hier, ne? Okay, dann gehen wir jetzt eins runter. Und dann gehen wir noch mal eins runter. Ach so, geht doch nicht weiter. Hä? Saved? Ach so, oh, okay. Soll ich hier mal runter? Ja. Das ist halt auch sowas, ne? Also das ist was, meiner Meinung nach, kann man easy übersehen hier. Also ich hätte es jetzt halt ohnehin probiert, ne? Dann hast du irgendwann nochmal einen Durchlauf oder halt nochmal einen Durchlauf. Und auf einmal findest du hier halt nach ein Leuchtfeuer, wo du denkst, hey, yo, noch nie hier gewesen. So, und obendrauf findest du halt dann auch noch das erste Mal nach 3 Runs einen Ring der Sonnengeborenen, ne? Macht der? Wie cool ist der?
Achso, Sonnenerstgeborenen. Verstehe, verstehe. Verstärkt Wunder. Hm. Gut. Wir haben kein Wunder. Denn. Ja, dann heißt es jetzt eigentlich. Okay, ich glaube, ich muss. Es könnte auch über die Treppe gesteuert sein dann, ne? Ich glaube, es ist sogar über die Treppe gesteuert. Ich guck mal. Ich lasse den jetzt einmal hochfahren und benutze die Treppe. Weil die 10.000 Seelen würde ich mir schon sehr gerne abholen. Und dann geht's eigentlich, glaube ich, zum Boss. Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt muss ich. Ja. Ah, guck mal an. Wir haben hier drei Stellungen. Einmal die hier und dann gibt es, glaube ich, nochmal eine, oder? So, das ist jetzt, wenn der Weg connected ist. Ich laufe mal kurz hier runter, was hier so ist. Ob hier überhaupt irgendwas ist oder ob es nicht gleich einfach ins Leere läuft. Ah, nee. Okay. Nee. Lol, dann hätten wir das. Hätten wir das auch so machen können. Okay. Okay, 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 okay. Dann müsste ich jetzt nochmal eins hoch, ne? Und dann können wir die Seelen einsammeln und dann wieder eins runter. Junge. Die Mechanik geht bald kaputt hier. Ich sag's euch. So, jetzt geht's in die nächste Etage hoch. Und hier müssten die Seelen liegen, weil hier haben wir den Jump verkackt. Hey. Aua. Okay, die sind trotzdem nervig. Och, Bruder, nee, oder? Ja, hör doch auf. Kleiner Bengel, Alter. Was so? Aber noch mal eine durchwischen. So, ist jetzt hier noch einer. Sag mal, wo die. Ah. Ah, oder sind die Seelen jetzt weg, weil ich am Leuchtfeuer gerastet habe? Wir müssten. Hala. Wobei, die müssten, glaube ich, unter uns liegen. Also, wenn sie jetzt nicht durchs Rasten weggegangen sind. Ha! Da sind sie. Die sind mein. Dann würde ich aber trotzdem, bevor wir jetzt zum Boss reinrennen, sagen, wir gehen nochmal einen Skillpunkt reinsetzen. Ich glaube, jetzt akut Ausdauer bringt nichts, also weil es halt nur ein, zwei Punkte sind. Natürlich auf lange Sicht gesehen schon. Warte. Aber noch eins hoch geht nicht, ne? Macht doch keinen Sinn. Da sehe ich jetzt auch nichts, wo man hier ankommen kann. Dann einmal wieder ganz runter, ne? Mit dem Leuchtfeuer. Das gefällt mir, weil dann würden wir da auch beim Boss, also wenn ich da sterbe, wieder belebt werden und dann können wir da einfach schnell wieder hochfahren. Das macht einiges leichter. So. Rack. Ich meine, 15.000 Seelen, ne? Die müssen schon investiert werden und nicht einfach irgendwo weggewastet werden. Deswegen, also sorry, ich hab den Gedanken nicht ganz ausgeführt, wenn es hier nur so kurzfristig was bringt, also ich sag's mal so, die ein, zwei Ausdauerpunkte, die wir jetzt dazu bekommen, bei 108 Ausdauer, ne, ich kann's auch gerne mal zeigen, ja, okay, zwei Ausdauerpunkte wären's, ne. Wobei, die Belastung geht dann auf 90 hoch. Die Belastung geht auf 90 hoch. Warte, das heißt... 50 mal 90 geteilt durch 100. Haben wir 45 glatt. 45 dürften wir da nutzen. Hatten wir vorher nicht 45,3 oder so? Also mit beiden zusammen meine ich. Guck mal kurz nochmal nach. Weil das wäre vielleicht so eine Geschichte, ne? Weil es hieß ja, in Dark Souls 1 bringt Rüstung actually was. Ja. Bist doch im Theater und bist... und schaust kurz in den Stream. Ja, okay, das ist diese andere Erde. Gar kein Stress, dann genießt das Theater. Und wir sind später. So, ich habe mir vorgenommen, heute eigentlich zwischen 2 und 3 Stunden zu streamen.
Aber mal schauen. Also gerade taugt mir. Bin ich ehrlich. Gerade habe ich irgendwie Bock. Also wenn meine Berechnungen stimmen. Ja, okay, komm. Dann lasst uns doch in Ausdauer gehen. Dann müsste ich jetzt... Also dann wissen wir aber auch genau, 50% ist so der Punkt, wo man halt nicht mehr fat rollt. Oder wo man es anfangen würde. Aufsteigen, komm. Weil es wäre halt ultra geil, mit mehr Rüstung gegen den Boss zu gehen, ne? Keine Fat Roll, keine Fat Roll. Ha! Wir haben es herausgefunden. Jetzt ist es proved, ja? Es ist proved. 50% Belastbarkeit. Und du Fat Rollst. Jetzt haben wir es raus. Okay. So, dann müssen wir jetzt wieder einmal hoch. Und dann ist der Weg wieder offen, ne? Alles geil. Jetzt sind wir vor allem mit ordentlich Rüstung da drin, ne? Das kann unter anderem den einen oder anderen Hit ausmachen, ne? Ich hätte halt sonst, wäre ich, glaube ich, einfach auf Stärke gegangen, um zu hoffen, dass man halt den Boss noch ein bisschen schneller macht, falls er doch ein bisschen struggelig wird, ne? Jo, Weg ist open. Okay, okay. Ich weiß ja nicht, wie sehr ich mich drauf verlassen kann, weil du gerade nicht da warst. Aber ich werde es im Hinterkopf behalten. Hier ist ja noch einiges vor uns, ne? Ich bin kurz auf Toilette und rauche eine. Und dann geht's auch mit diesem wunderschönen Areal hier vor uns weiter, ne? Ja, von daher, Leute. Ist gleich, ne? Alright. Ich bin back. Ich bin back. Das hier sind, glaube ich, nur die Aufzug hole. Na, schauen wir mal, was hier oben abgeht, ne? Also, seit wann sind denn das Feinde? Die haben einen doch nur von A nach B geschleppt, oder? Mhm. Alter, ich glaube, das war halt übelst Luck, dass ich hier gerade nur eingetriggert habe. Weiß nicht, ob ich die Perspektive mag. Ist okay. Ich glaube, da können wir tatsächlich... Ich glaube, die ist tatsächlich sogar ganz gut, die Perspektive. Und dann können wir so ein bisschen auf die Beine gehen. Nice, meine Kopfhörer sind aus. Oh mein Gott, meine Kopfhörer sind aus. I like it. Dark Souls ohne Ton ist irgendwie richtig wack. Man fühlt sich so komplett im falschen Film. Okay, ich stecke kurz die anderen Kopfhörer an. So, noch kurz anpassen. Weil es sonst viel zu sehr scheppert. Okay. So. Nee, wir sind... Ey, wir haben so viele Sachen hier noch gefunden. Also wir, dieses ganze Konstrukt hier, ne, was du siehst, hat deutlich mehr in sich, als man denkt. Okay, hier ist ein offenes Tor, hier ist ein geschlossenes Tor. Kann ich den hier einfach durch das Tor eine geben? Ah, das sind One-Hits. Also lässt sie nicht öffnen. Verstehe. Müssen wir andersrum. Also ja, ich glaube aber, wir stehen ganz, ganz kurz vor dem Boss. Wird witzig. Hier schnarcht doch irgendwas. Irgendwas schnarcht hier. Da komm mal ran. Die sind straight aus dem Dämonentor, ich sag's euch. Dui. Danke dir für den Follow. You're welcome. Ah, ich dachte, der macht nochmal einen. Easy. Ja, Mann, ich schwöre. Ich hab's mir, als ich eine geraucht habe gerade, auch gedacht. Das ist actually mal eine Umgebung, wo man was sieht. Wieso machst du Blitzschaden, Junge? Okay, das war anders, hell.
actually mal eine Umgebung, wo man was sieht, ja? Wo man auch nicht von irgendwelchen scheiß Äxten die ganze Zeit angegriffen wird. Nicht? Gut. Achso, hier geht's runter. Hier geht's. Ah! War klar, dass mich irgendwas abschießen muss hier noch. Wo? Wo aber? Ah, lol, hier geht's runter. Ups. Ja, so, so, so. Okay, dann. Ich sehe hier den Weg. Ist hier oben noch ein Weg drin? Ja. Aber ich. Also, ich könnte fast wetten, wir gehen jetzt hier hin und das wird man nicht öffnen können. Nee. Gar nicht. Gar nicht. Hä, aber. Ist es das gleiche? Gleiche Anno Londo wie auch in Dark Souls 3? Spielt man das einfach nochmal? Bloß, dass es dort dann. Ich glaube, dort ist es. Night, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Hört auf! Scheiß, erst zu zweit sind die unangenehm, weil die sind so flott und flink und. Okay. Ja, jetzt weiß ich aber, was ich mich einlasse. Da oben kommt auch irgendein Bolzen runter. Zum Glück sind wir hier, ey. So, einmal bitte den Aufzug. Goblins. Ich habe schon gesagt, bei Mädchen wäre es straight aus dem Dämonenturm. Easy, da ist doch der Weg. So, und jetzt wieder eins nach oben. Oh, ich muss halt die ganzen People wieder klatschen, ne? Ich kann noch mal ganz kurz am Tor rütteln, aber ich glaube, das bringt auch nicht viel. Ich glaube, das war schon der Weg to go, wo ich eigentlich gerade war. Also die Viecher davor waren halt irgendwie deutlich korrekter, ne? Die haben einen einfach nur von A nach B getragen. Muss ich jetzt... Achso, das muss in die Richtung. Mhm. Schaut aber halt schon so geil aus, ne? Also die machen so viel richtig einfach, was so ein Map-Design angeht, ne? Da stehst du halt davor und denkst dir einfach nur so, Digga, da geht's gleich ab. So, jetzt kommen sie zu zweit. Ich hab's beim ersten Mal gesagt, ich glaube, ich war blessed, dass da nur einer gekommen ist. Andere geht ein bisschen back. Sehr geil. Oh, so bad. Ah! Okay. So, nur noch die Gehirnviecher richtig klatschen. Dann läuft das. Hier ist offen. Kommt man hier irgendwo hin, actually? Nee, ne? Okay. So, bitte ein 101, ein faires. Au, how bad. Ich hab gedodged eigentlich. Jo, Seelen sind weg. Du hast den epischen Moment verpasst. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, wir haben auf jeden Fall keinen Boss gemacht. Außer du meinst den Clip, der erstellt wurde heute. Der war episch aus der anderen Richtung. Ja, beim ersten Mal liefen die so gut, ey. Die liefen so gut beim ersten Mal. Ja, Mann, der Clip. Ey, ich schwör's halt. Ich werde natürlich Arno Londo einfach hochladen. Aber den Clip, der muss rein. Der muss safe rein halt.
Ey, eigentlich sind die gar nicht schwer. Weil die halt One-Hits sind, ne? Wenig Sorgen gemacht. Ja gut, der Boss, den wird sich gleich rausstellen, ob du da... Ach so. Ich habe mich noch eingespielt, ja. In der Sense-Festung. Muss ja erstmal ein bisschen warm werden, ne? Okay, ja, Jungs, kommt her. Ich weiß, voll die harten Brocken und so. So, ich muss warten, bis einer ein bisschen zurückgeht. Genau wie jetzt. Scheiße. Da kam das Schild zum Einsatz. Jawohl. Ich glaube, so müsste ich auch auf diese Gehirnviecher. Einfach mit einem Sprint. Und Stich. Speed. Der Dodge hat halt komplett gefehlt. Hä? War voll drin eigentlich. Ja. Wir haben vorhin schon über die Boys geredet, ey. Das sind halt echt richtige Brocken, ne? Aber gar nicht mal so stark. So, jetzt kommst du. Komm. Wir hören Flattervieh. Ich werde den jetzt hochlocken und dann... Ah! Ist das die Taktik to go? So, wir sehen mal kurz an. Okay, ich habe das Gefühl, irgendwann wird es halt noch schief gehen. Trotzdem, not that bad. So muss ich unten reinrennen. Unten muss ich safe so reinrennen. Direkt auf irgendeinen drauf. Ich weiß, ich werde auf jeden Fall ein bisschen was fressen. Das ist auch okay so. Einfach reinrennen und dann direkt einen Hit geben. Und dann ist es 101. So, hier kurz hin. Und jetzt sprinten. Jetzt sprinten. Ja, einer ist weg. Hör auf! Nein! Steh auf! Junge, es hätte so schnell, so schlecht ausgehen können für mich, ne? Oh mein Gott, ich werde hier direkt zwei ziehen. So, was schießt mich hier ab? Irgendein richtig fetter Bolzen schießt mich ab. Ah, da ist noch einer. Was ist los mit euch? Und hier soll ich jetzt... Ja, hier soll ich doch nicht rum, oder? Doch, hier soll ich rum. Nee. Jetzt kommt die schlimme Stelle. Ja, GG. Die haben halt übelsten Backwurf, ne? Renn. Schaffen wir. Oh, Mann! Nein! Machen sie nicht! Oh, ja, ich glaube, darum wäre besser gewesen. Ich hätte dann mich so ein bisschen verstecken können. Ja, übel, Alter. Stehst hinterm Stein, scheißegal, die bolzen einfach hin. Gut Glück, dass du halt da irgendwie daneben stehst und weggehauen wirst. Jetzt darf ich wieder... Oh Mann. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Die Bosse sind gar nicht mal so wild. Aber dann hast du halt diese Zwischendinger. Und dann haben die irgendwie in Dark Souls 1 das teilweise so krass designt, ne, also jetzt Map-Design-mäßig, dass du halt einfach so richtige Brockenstellen hast, die einfach schwerer sind als der Boss. Man denkt an den Eisengolem, ne? Also ich habe vergessen, am Tor zu rütteln, fällt mir gerade auf. Ich glaube zwar eh nicht, dass es irgendwas bringt, aber gut. Actually habe ich die Taktik herausgefunden, wie man gegen diese Flatterviecher fightet. Ist auch was, ne?
Ich werde auch jetzt halt bei der Stelle, wo ich gerade war, links rumlaufen. Weil dann haben wir eventuell die Chance, dass der eine uns nicht mehr erwischt, weil der Turm dazwischen steht. Komm, noch ein. Geil. Der ging jetzt wie Butter. Das war viel zu früh. Und das war einfach gar nicht. Scheiße. Scheiße. Ja, der Stich war ungeschickt, Kollege. Okay. So, komm ran. Hat uns schon, ne? Komm. Komm. Gut getroffen, I guess. What? Wir brauchen noch Estus Flakors für die eine Kackstelle da. So. Der macht's ein bisschen anders. Okay, es ist vielleicht ein bisschen wasted, aber ich muss hier mit dem Trank reingehen, weil da kann sehr, sehr viel schief gehen bei der Stelle. Ein bisschen Ausdauer sparen, wieder einen kurzen Linksschwenker und dann einfach rechts rüberziehen. Das war schlecht. Ey, wo war... Ey! Ja, das stimmt auch. Also wir haben einiges zu skillen eigentlich. Leben, Ausdauer halt auch. Wo war der Sprint? Hä? Das ging beim ersten Mal übel gut. Wieder die ganze Scheiße hier, ey. Aber du hast schon echt recht, das ist einfach eine Rotstelle. Ring of Favor. Könnten Sie bitte die deutsche Variante in den Chat posten? Ich habe irgend so einen Ring, der Wunder verstärkt, glaube ich, von hier bekommen. Ring of Favor. Wahrscheinlich musst du jetzt selbst kurz nach der deutschen Variante schauen. Diesmal laufe ich hier rum. Ja, man benutzt dann irgendwelche Taktiken, die halt immer schneller gehen. Traum. Traum, ja. Die deutschen Namen wieder. Ja, wieso soll ich mir das Spiel auf Englisch antun? Das ist doch... Also teilweise bei Itembeschreibungen ist eh filmig genug, sogar auf Deutsch. Nein, jetzt kommt der andere, oder? Nee, doch nicht. Wieso auch immer. Ring der Gunst? Nee, den habe ich nicht. Hör ich gerade zum ersten Mal. Oh Mann, und dann trifft der Hit nicht, Digga. Ach komm, wieder. Jetzt aber rein. Komm, noch einen. Okay. Jawohl. Oh, lol. Da würde ich halt gegebenenfalls diesen einen komischen grünen Ring raushauen. Weil den Havelsring, den brauchen wir safe. Der gibt nämlich richtig gut Armor, daher, dass ich dadurch mehr anziehen kann. Ja, jetzt kommen wir in die kritische Stelle. Okay, diesmal auf jeden Fall nicht. Oh, nice. Okay, er wird es nicht mitbekommen, weil ich gerade nicht auf YouTube streame. Freut mich natürlich trotzdem. So, weg mit dir. Ich gehe kurz um die Ecke, weil sonst kommt wieder so ein scheiß Pfeil. Nein! Ey.
Oh Mann! Es ist ja das eine, hier durchzukommen, weißt? Und dann kommt danach erst die Dreckstelle, Alter. Fuck! Ich muss trotzdem sagen, es ist angenehmer als Sens Festung. Sage ich jetzt noch, ich weiß. Vielleicht ein bisschen zu früh, aber es ist aktuell noch angenehmer. Okay. Aber trotzdem, den ersten muss ich halt weghauen, ne? Mein Plan war gerade nur, den ersten weghauen und schnell hinter den Turm kommen. Weil du musst dir ja denken, also hinter diese Säule, wenn ich jetzt da in der Mitte anfange zu fighten, auf blöd, dodge ich dann den seins, spring in so einen Kackpfeil, mich haut's um und der blitzt mich noch weg. Deswegen wollte ich einfach so schnell wie geht hinter die Säule. Erst dodgen. Dann schlagen. Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil zu zweit ist es sehr unangenehm. Wieso wird dir da schlecht? Ist das Bild wackelig? Oh, er macht natürlich noch einen Reverse. Ja, hat sehr geil gehittet. Also beim Aufzug. Das ist extra Dark Souls Movement. So, jetzt bist du aber weit zu weit unten, ne? Hopp, komm. Hit. Okay, weg. Weg mit dem. So, soll ich mir den Trank sparen? Ich weiß nicht, ich hau ihn rein, weil wir noch 5 haben. Ja, Mann. Das ist das, wenn du auch noch das Spiel dann fühlst, weil dir übel wird. Nein, ey! Warte mal, können die auch Blitze werfen? Actually können sie das. Das ist neu. Komm doch einfach hoch und hör auf, solche Faxen hier zu machen, ey. Jetzt kommt der zweite. Genau das wollte ich vermeiden, ey. Geil. Oh, war das geil. So, jetzt dich noch. Und dann sind wir wieder beim kritischen Moment. Rennen. Jo, so, ach gut, geht auch so, ne? Warte mal, flattert er wieder hoch? Nö, okay, der stirbt einfach. Der benutzt seine Flügel in dem Moment an dich. Verstehe. Also, ich renne jetzt rein. Hau den ersten weg. Versuch, mit einem Dodge hinter die Säule zu kommen, damit mich die anderen beiden Bogenschützen da nicht erwischen. Und dann kommt Dodge und Hit. Ich versuche mein Bestes, ja. Ich kann nichts versprechen. Ich brauche mich aber noch gar nicht freuen. Ich brauche mich überhaupt nicht freuen. Ihr kleinen Penner, Alter. So, okay, da kommt einer. Gefährlich. Noch ein gefährlicher. Ja, hier ist wieder X-Ray. Schaffen wir. Oh, war das knapp. Okay, hoch. Ich gehe jetzt links rum. Nein! Ey, komm, das können sie nicht ernst meinen, Digga. Mein Gott, Alter. Wie? Real Talk. Ich weiß gerade echt nicht, ob. Also, welche Direction besser ist. Ich weiß es nicht. Rechts oder links rum zuerst? Es ist halt. Ich werde halt so safe eh einfressen, ne?
Und wenn kommt es auch noch dazu? Ja, ich weiß nicht, ob man deswegen Bogen spielt. Weil es würde ja auch nicht anders. Also da müsste ich ja auch erstmal ins Schussfeld kommen, ne? Ja, das habe ich gerade probiert, ne? Aber auf einmal habe ich halt einen großen Pfeil in den Rücken bekommen. Und war weg. Aber es wird wahrscheinlich schon die bessere Richtung sein. So, nicht kotzen. Aber ich bin doch... Ich bin gedodged. Soll ich da einfach durchsprinten und auf gut Glück hoffen? Weil das Ding ist, ab dem Moment, wo ich da so lang laufe, das ist ein straighter Weg. Früher oder später wird der Pfeil kicken halt, ne? Ich probiere es gerne mal. Ich meine, klar, wenn es jetzt halt mit meiner Variante gefailt hat, bin ich da gerne offen, ne? Ich glaube zwar, dass der andere dann ein ziemlich leichtes Spiel hat, weil der Weg so straight ist. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich dachte, der geht erstmal ein bisschen back. Aber okay, wir probieren es. Gerade irgendwie gedacht. Das wäre mir neu. Also wenn ich sprinte, dann trifft mich nicht. Holy shit, das ist halt dann, also da haben wir eine neue Mechanik gelernt dann, ne? So, ist mir egal, wie du gehst, aber du gehst jetzt. Okay. Kritische Stelle Nummer 1. Und sprinten. Zack, Alter. Ey. Bruder, komm her. Ich will da nicht gegen dich fighten. Ich hab gar keinen Bock auf die Scheiße. Also. Gut, links rum und sprinten, sagst du. Oh, mach mal halt mal. Da kommt was. Ja, ja. Ja, meine Maus glitscht halt gleich weg, ey. Was soll ich machen? So, jetzt hat... Ich sprinte. Los, drauf da. Nein! Ach komm, Digga, Mann! Aber du hast recht. Okay. Oh! Er hat mir halt nochmal übel eingegeben. Da hätte ich dann dodgen sollen. Auf diesem Weg, der halt da 90 Grad abgeht, hätte ich dodgen sollen. Dann hätte ich den Pfeil gedodged und in seinem Waffenwechsel hätte ich ihn dann vor mir gehabt. Und ich glaube, der bräuchte... Ja, was wird denn der brauchen? Also mehr als 2 Hits bestimmt nicht. Okay, also ich glaube aber, wenn ich es jetzt nochmal genauso hinbekomme wie gerade, sollte es klappen. Dann renne ich da einfach rüber, dodge auf den zu und steche ihn ab. Muss nur aufpassen, weil wenn der andere halt mich trifft, wie gerade eben, fliege ich halt runter, ne? Deswegen... Boah, ich muss da eigentlich echt... Ich muss den übel schnell weghauen und dann direkt weiter dodgen. Wenn mich da irgendwas trifft, fliege ich halt wieder, ne? Oh, zu weit. Ich weiß nicht, ob es der Stream ist... Oder ob ich auch FPS-Drops habe. Also ich hatte, glaube ich... Bei dir leckt's nicht. Also ich habe mir nämlich gerade eingebildet, hier bei der Stelle, also beim vorherigen Mal, dass ich FPS-Drops habe. Kam mir zumindest so vor. Junge, triff doch bitte. Also bitte. Und ich dort schreien.
Rainer. Oh, er hat schon aufgeholt. Also bei mir sind es 60 FPS straight. Steht hier zumindest so. Also laut Anzeige, ich meine gut, ein bisschen Schwund gibt's. Aber das ist normal, wenn ich da mal kurz Internet-Struggle habe, dass der Stream nicht ganz flüssig läuft. Aber auf jeden Fall alles im sehr grünen Bereich. Ja, komm ey! Aber gut, ich sag's mal so, solange es nur 50 FPS sind und du nicht gleich auf 10 runterdroppst, ist ja alles fine so far, ne? Ja. Okay. Und sprinten. Sehr nice. Und wir rennen. Ich weiß gar nicht, aber ich habe das Gefühl, die könnten mich hier schon auf blöd auch treffen. Ich gehe auf Full Life. Okay. Los. Sprinten. Schau, er trifft mich. Ja, er trifft mich, Digga. Was soll ich machen? Ich bin gerade gesprintet. Kannst du nichts sagen? Ich bin gesprintet. Ich weiß nicht, wieso beim ersten Mal dann nicht. Digga, ich hab keinen Bock mehr auf die Stelle. Also, sowas finde ich halt einfach ätzend, ne? Keine Ahnung, es ist halt. Es ist halt nicht mal so, dass ich irgendwie dann besser dodgen müsste oder sowas, ne? Ich müsste ja quasi nach hinten schauen. Man könnte jetzt auf der einen Seite sagen, ja, okay, dann merkt die einfach, wann der Pfeil dich trifft, wenn du sprintest. Wäre die eine Option, aber ich habe das Gefühl, es kommt ganz, ganz stark drauf an, wie schnell ich da oben bin. Also, dass man das nicht genau timen kann. Also, ich kann halt einfach mal ein Stück sprinten und dann irgendwann auf gut Glück rollen, aber wenn ich gerollt bin und ich komme raus aus dem Rollen und der erste trifft, dann bin ich halt quasi schon weg. Okay, ich schau kurz rein. Mann, nicht du. Meint ihr, wenn ich den hier anziehe, checken die das nicht, weil ich zu weit weg bin? Wenn ich dann leise bin? Hat auch keinen Sinn, oder? Weil die einen sehen, ne? Also ich weiß nicht, wie weit da die Range ist. Oh, war das bad. Oh mein Gott, das war einfach nur Glück gerade. Fuck, den wollte ich nicht genau machen. Zu schnell wieder auf Schlagen geklickt. Okay. Aber ich bin dir ehrlich, ich weiß nicht, ob der Ring der Gunst es rausreißen würde. Das ist ein goldener Typen vor. Ja. Also bin ich aufgepasst. Den kenne ich. Aber, oder nein, nee, warte. Meinst du den, der im Hard gechillt hat? Ich dachte, du meinst gerade den.
der hier am Leuchtfeuer chillt, weil der ist, der kann, oh nö, der kann auch so verstärken und so, ne? Der ist auch so eine goldene Rüstung. Bruder, es ist so eine ätzende Stelle einfach. Jetzt was machen, ne? Einfach hochsprinten. Das Schild macht halt auch nichts, weil die von beiden Seiten kommen, ne? Ne, die werden uns halt sehen, ey. Ja, okay. Der macht Leben, Ausdauer, Gewicht noch höher. Okay. Aber wir haben ja hier eher das Problem, dass wir halt, wenn wir einmal gehittet werden, nur noch hin und her fliegen, weil die echt ziemlich schnell dann schlagen. Also ziemlich schnelle Hits machen. Und die sich gefühlt ein bisschen abwechseln. Ja, hast nichts verpasst, keine Sorge. Alter. Ich renn. Bitte, der trifft mich hier nicht mehr. Oh, bisschen. Oh, er hat wieder seinen Bogen. Ah, er hat wieder seinen Bogen. Oh, steht! So, komm her. Komm her, Junge. Ich schwör's dir. Komm her, Alter. Warte, in Bewegung bleiben. Okay, der andere ist nämlich noch awake. Schau ihn, wie schnell. Wie schnell einfach, ey. Oh mein Gott. So, ey, jetzt schwitze ich gerade noch mehr. Ist hier noch einer? Ist hier noch irgend so ein Kackbogenschütze? Das wäre so räudig von Dark Souls. Gut, wir haben genug Leben, um da runterzufallen. Alter, bitte ein Leuchtfeuer. Das wäre, alles andere wäre einfach frech. Alles andere wäre einfach so frech.